Da wir Ilse Herzog erfolgreich unter die Erde gebracht haben, können wir uns jetzt auf die Jagd nach Rosebud begeben, der legendären Scharfschützen aus den Reihen der Wolves. Die geflüchteten Kollegen von Carl Chisholm hatten Kollegen hier im Mechanikforschungszentrum. Und da befinden wir uns jetzt bereits, um diese besagten Kollegen zu finden und eventuell zu befragen. Vielleicht wissen die ja etwas über den Aufenthaltsort von Rosebud. Schauen wir mal, gibt es nur die einen Infos hier? Wir haben hier eine Flugdrohne und ich höre noch eine, mindestens. Da ist noch eine. Gut, also in diesem Gebäude, im Hauptgebäude, befinden sich die Kollegen, so wie es aussieht. Oh, hier ist auch noch einer, das ist sehr gut. Haben wir noch welche? Da unten sitzt einer und weint. Haben wir noch mehr? Scheinbar nicht. Hier haben wir den Generator. Hier in dem Gebäude wäre mir ganz lieb, wenn da einer wäre, aber dieser Wunsch wird mir leider nicht erfüllt. Alles klar. Dann rücken wir mal vor. Schalldämpfer drauf. Lautstärke verringert. Ganz genau. Und Team zu mir. Team zu mir. Zu meiner Position. Okay, sind auf dem Weg. Gut, es funktioniert wieder. Ich hatte nämlich eben ein paar Probleme mit Voice Attack und dann mit Breakpoint. Es hat permanent geruckelt und keine Ahnung, so konnte ich nicht aufnehmen. Da habe ich über eine Stunde dran rumgedoktert. Und deswegen ist jetzt auch die Cam aus, denn ich bin jetzt vollkommen fertig. Und glaubt mir, das wollt ihr nicht sehen. Und deshalb bleibt die Cam jetzt mal für diese Folge und vielleicht noch für die nächste Folge. Ich weiß nicht, wie viel ich heute noch aufnehme. Bleibt die Cam erstmal aus. Kommen wir hier rein. Jawohl, kommen wir. Den Scharfschützen da auf dem Hauptgebäude aufpassen. Oh, bist du einer, mit dem ich reden kann? Leider nicht, das wäre zu einfach gewesen. Ich zück mal die Pistole. Unsere Waffen habe ich übrigens alle beide auf MK2 geupgradet mittlerweile. Gerade noch vor der Aufnahme. Wir hatten wohl die benötigten Teile schon beisammen. Oh, da liegen ein paar Tote rum. Ach du Heilige. Ich aktiviere mal die Sonarsicht. Oh. Sieh an, sieh an. Die Drohne ist ziemlich nah. Erstmal ein paar Bananen einstecken. Gibt es da irgendwas, das wir gebrauchen können? Nein. Die Drohne macht mir echt Kopfschmerzen. Aber wir könnten sie eventuell ausschalten, wenn sie uns nicht vorher entdeckt. Geht das soweit? Theoretisch? Perfekt. Was ich nicht so ganz verstehe, ist, warum wird die abstürzende Drohne nicht bemerkt? Wenn ich sie mit der EMP-Knarre ausschalte. Aber wenn ich sie mit einer Pistole oder einer Feuerwaffe generell ausschalte, wird es bemerkt. Aber gut, mir soll es recht sein. Wir sind immer noch unentdeckt. Ich töte niemanden. Oh. Ach du Heilige. Zwei Schwergewichte. Noch ein Funker. Nein, Schütze. So, der Typ da unten hat Infos.
Allerdings werden wir dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, kann der Mörser uns entdecken? Aber der Scharfschütze. Zielt auf den Scharfschützen. Ich hätte ja am liebsten den Generator deaktiviert. Aber der ist ein bisschen heftig bewacht. Alles klar. Fury, Feuer frei. Prima. Okay. Ah, Mist, hier unten ist noch so ein Geschützturm. Der wird uns auf jeden Fall entdecken. Es sei denn, wir schalten ihn vorher aus. Hier haben wir noch eine Wache. Nope. Rosebud wird sie nicht finden. Nicht, wenn ich das verhindern kann. Wehe, der da unten hat jetzt nur Infos zu irgendeinem Waffenaufsatz oder so. Autsch. Ich bin gar nicht hier, ich bin gar nicht hier, ich bin gar nicht hier. Deaktivieren. Perfekt. Und noch eins weiter runter. Okay, sieht sauber aus hier. Können wir schon von einem Bürgerkrieg sprechen? Schluss mit dem Unsinn, bitte. Okay? Guten Tag. Einen schönen Tag. Jawohl, Nachforschung anstellen. Ich suche jemanden. Sie ist gefährlich, eine Scharfschützin der Wolves, Rosebud. Sie macht Jagd auf Überlebende. Irgendwas von ihr gehört? Ich wünschte, ich könnte Ihnen mehr sagen. Ich danke Ihnen. Untersuchen Sie die Computer in dem Gebäude. Also müssen wir doch da rein. Oh mein Gott. Na toll. Gott, oh Gott. Wie kommen wir jetzt am besten in das Gebäude rein, ohne entdeckt zu werden? Ist die Frage. Ich glaube, es ist Simultanschusszeit. Für die Heavies. Wow. Hallo? Well, hello there. Heavy markieren. Zielt auf den Heavy. Roger, bringe mich in Stellung. Sehr gut. Ah, geht da hinten dran, Deckung. Wo ist der andere? Da waren zwei. Ach du Heilige, sind da viele Wachen. Ich bin nicht hier. Einfach ist das hier nicht, das kann ich euch sagen. So, die zwei da, die werden auf jeden Fall die Leichen entdecken, mindestens. Wo ist dieser andere Heavy? Da. Schwergewicht markieren. Noch einer. Und den anderen hat er nicht mehr im Visier. Doch, da. Feuer auf mein Kommando. Hier soll's sehen. Alles klar. Gut, dann 3, 2, 1, Feuer. Generator ausschalten. Ah, das ist nicht der Knopf. Das ist der Knopf. Ins Gebäude. Haben wir schon wieder so Nachsicht? Nein. Slow and steady. Lassen Sie mich in Ruhe, bitte. Guten Tag. Ist das ein Computer, den ich benutzen kann? Nein. Was habe ich jetzt gemacht? Keine Ahnung. Perfekt. Dann schauen wir doch mal. Eine überstürzte E-Mail.
Wir konnten entkommen, senden uns hin und her, bla 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 bla. Anchor Point in Wild Coast. Irgendwo in Wild Coast ein Versteck. Alles klar. Oh, guck mal da. Ein Fertigkeitspunkt. Sehr schön. Gut, und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich in Wild Coast. Nahe dem Observatory Hill. Bis gleich. Wir sind nun an der Anchor Point Station in Wild Coast, wo die Überlebenden vorhatten, sich neu zu gruppieren. So wie ich die Sache aber sehe, ist Sentinel hier bereits einmarschiert. Die Frage ist, wo sind die Überlebenden? Wenn es denn noch welche gibt. Hier haben wir noch einen. Nein, verdammt, oh. Oh, ich sehe es schon. Die wurden wohl entdeckt, die Überlebenden. Und hingerichtet. Das finde ich jetzt nicht so cool. In meinem Sektor ist alles cool. Aber es hilft jetzt auch nichts. Vielleicht finden wir hier was. Da noch weiter. Grämig zu sein. Also grämig von Gram, ne? Sich zu grämen. Nicht einzugrämen. Ist da einer drin? Nö, das ist irgendeine andere Info. Ich halte mich mal an den Commander. Hallo? Ich halte mich mal an den Commander. Ach, guck mal. Tatsächlich. Der Commander ist sogar unser Missionsziel. Sieh mal einer an. Team, neu gruppieren. Team, neu gruppieren. Kommt zu meiner Position. Roger, wir kommen zu dir. Ich hab's heute irgendwie nicht drauf mit Voice Attack. Boah, sieht das geil aus. Well, hello there. Habe ich Blendgranaten ausgerüstet? Nein, habe ich nicht. Das ändern wir mal schnell. Geh nur weiter, geh nur weiter. Weitergehen. Ausrüstung ist der letzte Dreck. Wir haben so viel Geld. Warum sparen die bei uns? So. Von der anderen Seite käme ich eventuell rein, ohne die Blendgranate benutzen zu müssen. Oder? Kuckucks. Hey, greifen. Hallo. Greifen! Hey. Meine Güte. Wie oft muss ich die Taste denn drücken? Ja, dann sag mal, schieß mal los. Heute kannst du dein Leben retten. Jedenfalls, wenn du meine Fragen richtig beantwortest. Bitte, ich werde Ihnen alles sagen. Ich suche nach Rosebud. Wo ist sie? Ich weiß es nicht. Falsche Antwort. Halt! Halt! Hey! Ein paar Zivilisten sind entkommen, okay? Und was hat das mit Rosebud zu tun? Sie hat einen der Überlebenden geschnappt und gefoltert, bis er ihr verraten hat, wohin die anderen beiden geflohen sind. Und zwar in den Wald nordöstlich von Anchor Point Station. Und Rosebud ist ihnen nach? Ja, nachdem sie den anderen getötet hatte. Alles klar. Gut, dann wissen wir ja jetzt, wo wir hin müssen. Vorne hin. 400 Meter. Auf geht's. Rosebud hat einfach sowas von keine Chance gegen solche Schleichgenies wie uns. Genial. Es macht so Spaß, wenn das Schleichen klappt. Okay.
Allerdings könnte der Kampf gegen Rosebud auch ein bisschen schwer werden, wenn wir nicht wissen, von wo wir entdeckt werden. Ich habe Rosebud noch nie ohne Hut erlegt. Also von daher wird das eine Premiere. Ich höre eine Bodenthrone. Wie sie oft bei den Wolves, bei den Patrouillen dabei ist. Jo. Alles sauber. Der Wolfschütze macht Liebe mit der Drohne. Die Antras-Drohne, der gute Andreas. Dann, ich glaube, die schnappen wir uns gerade. Warum auch nicht? Die stehen beide so schön eng an der Drohne, dass die von der Explosion mitgerissen werden sollten. Das Dunkel hier. So, da unten glimmert die Drohne vor sich hin. Bam. So wird das gemacht, Freunde. So wird das gemacht. Dann rutschen wir mal den Berg runter. Und schnappen uns die Teile. Das war alles? Ist ja gar nichts. Ich hatte mir da jetzt ein bisschen mehr davon erhofft. So, wir sind im Suchgebiet. Die Frage ist, wie groß ist das Suchgebiet? Wird gar nicht markiert auf der Karte hier. Okay. Dann suchen wir eben manuell. Ist so dunkel für ohne Nachtsicht und mit Nachtsicht ist zu hell. Also notwechselig auf die Wärmebild. Aber er hat halt so eine begrenzte Sichtweite. So, wir haben hier eine Kiste mit Skellkreds. Ich würde ja fast vermuten, dass die dort sind. Nein, da ist aber ein Grab. Und ein paar Sentinels. Inklusive Aufklärungsdaten. So. Hier haben wir welche. Scheinen. Okay, das ist ein Schwein. Schweinchen-Babe. Wildschweinchen-Babe. Wow. Da war was. Noch ein Schwein. Oder das gleiche von eben, kann auch sein. Den Wald hier sollen die sein. Da sind noch mehr. Ach, guck mal an. Da ist ja ein einziger Wissenschaftler ist entkommen, so wie es aussieht. Wechsel mal auf die Langwaffe. Okay, nehmt ihr den linken. Ich spreche heute verdammt undeutlich, kann das sein? Nehmt ihr den linken. Nehmt ihr den linken. Ach, Motorrad mal wieder davor. Komm, dann mache ich das eben komplett selbst. Was soll's? Nix. Sie müssen das nicht tun. Hm? Selbstverständlich muss ich das. Ich hole mir erst die Skill-Credits. Und klau die Pflanzen vom Grab. Wie assi. Boah, sogar 2500. Krass. Hallo. Hey, herkommen. Nicht schießen. Ich ergebe mich. Bitte nicht schießen. Ganz ruhig. Ich will Ihnen helfen.
Ach, Gott sei Dank. Ich dachte, sie gehören zu denen. Ich dachte, sie wären zu zweit hier draußen. Waren wir. Ich meine, wir sind zusammen entkommen. Aber es war einfach zu viel. Ich wollte mich verstecken, aber meine Freundin hat das nicht ausgehalten. Sie ist den Wurfs hinterher. Was? Ein guter Plan, wenn man sterben will. Das war ihr egal. Sie dachte, es sei eh alles verloren. Können Sie ihr helfen? Bitte. Sie lief in Richtung Lake Balkington. Bitte finden und retten Sie sie. Ich tue, was ich kann. Danke und bis bald. Okay, das ist echt selten dämlich, so als unbewaffneter Zivilist den Wolf hinterher zu rennen. Ich will die Infos. Ich will keine Waffe tauschen. Ich klicke die Infos nicht. Tool. Krieg die Waffen, Infos nicht. Egal. Gut, Lake Bulkington. Der ist da. Das Lager ist in der Nähe. Das hier wird es nicht sein. Das sieht aus wie eine Pumpstation oder so irgendwas. Ist das hier das Lager garantiert? Gut. Dann wisst ihr ja, wo wir uns gleich sehen. Bis gleich. Im Mondschein sind wir hier am Lager der Wolves angekommen, in dem auch Rosebud sich befindet. Und das ganze Ding ist bewacht ohne Ende. Ein Haufen Scharfschützen, Brecher, alles. Hier ist einfach alles. Hier sind allein 1, 2, da hinten ist noch einer, 3, 4 Scharfschützen, die ich ausgemacht habe. Und es kann auch sein, dass irgendwo noch einer steckt, den ich nicht gesehen habe. Also das wird kein Spaziergang hier. Wo ist er, der da drin steckt? Ich möchte gerne, solange es geht, unbemerkt bleiben. Na, komm, so treffe ich den Kopf nicht. So, so könnte ich ihn vielleicht treffen. Jawohl. Fuck! Was soll die Scheiße? Ist der tot? Oder lebt er noch? Ich weiß nicht, was das war, warum ich den nicht getroffen habe, aber jetzt ist er tot. Das ist die Hauptsache. Erstmal nachladen, nachdem wir hier ein halbes Magazin in den reingesammelt haben. Der Mond ist übrigens brutal hell. Ah, ich kann so nicht hoch genug gucken. Aber ich will es euch unbedingt zeigen. Brutal, oder? Wie eine Sonne. Könnte man eigentlich schon fast ohne Nachtsichtgerät. Ja, teilweise sieht man besser ohne Nachtsichtgerät. So, oh, guck mal, was haben wir denn da? Ist da auch noch einer? Nein, da haben wir nur ein paar Munitionspäckchen oder so. Hier haben wir zwei Brecher. Nein, einen Brecher und einen Schützen. Und das wird nicht einfach. So, aber den Scharfschützen da hinten. Pling! Das war der Scharfschütze. Das war der zweite Scharfschütze. Scharfschütze markieren. Roger, Zielannäherung. Das wird gleich der dritte Scharfschütze. Bin bereit, Boss. Feuer frei. Die sind erledigt. Verstanden. Könnt ihr den Heli klauen und Rosebud mit dem Heli plätten? Da war aber auch noch irgendwo ein Pressure. Ein Pressure. Ein Pressure war da noch irgendwo. Under Pressure. Dum, 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 dum. Oh fuck. Oh shit. Shit, 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 shit. Wo? Ich sehe den nicht. Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Da. Pling. Oh. Wie schön, er hatte die Leiche noch nicht gemeldet. Kommt mir sehr entgegen. Oh, noch eine. Shit. Komm, gib nicht so an. Doch. Ich flexe einfach ein bisschen mit meinen Headshot-Skills. Da
Patrouilliert aber auch noch einer rum, oder war das der da? Oh fuck, was ist das jetzt für ein Lag? Ich hoffe, das Spiel stürzt nicht ab. Heilige. Das nenne ich mal einen Framedrop. Auf 5 FPS. Übel. Gut, aber die Aufnahme läuft noch. Alles tutti. Vor der Aufnahme hatte ich übrigens circa alle 10 Sekunden so ein Lag. Da unten haben wir einen. Können wir Rosebud von hier aus vielleicht schon erledigen? Das wäre cool. Aber so wie ich das Spiel kenne, müssen wir dann noch zu Rosebud hin. Um den Tod zu bestätigen oder sowas. So, wo ist der Kopf? Da ist er. Hey, Rosebud. Gleich 2 Headshots, nur um sicher zu gehen. Nehmen Sie Rosebud alles von Wert ab. Was sind wir? Plünderer? Okay. It's time to go. Könnt ihr unsere Kameraden reinschicken, aber das wäre ein bisschen lame. Fury, bist du sicher, dass du da vorne sitzen willst? Gut, dann mach mal. Ich habe nichts dagegen. Wenn du dir das zutraust, kein Problem. Ich mache einen auf Bergziege in der Zeit. Vielleicht kommen wir ja sogar unbemerkt dorthin. Haben wir hier noch irgendjemanden? Oh, schau mal, noch ein Scharfschütze. Genial. Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich sollte da stehen. Oh, hier haben wir noch einen Turm. Oder war das... Nee, der Turm, der wurde schon geklärt. So, die Drohne ist immer noch... Fährt immer noch mit ausgefahrenen Waffen rum. Aber der Geschützturm hat. Macht keine Anstalten. Oh, guck mal. Der hat die entdeckt. Die Leiche. So, da der Geschützturm eingefahren ist, sagt mir das, dass die sich wieder komplett beruhigt haben. Hey, pst. Dreh dich mal um. Genau, immer mitten rein. So, ich kläre mal noch mal ein bisschen auf hier, nur um sicher zu gehen, dass wir da rein können und wie wir hochkommen. Da unten läuft einer rum. Das ist sehr gut zu wissen. So, wir können hier links oder rechts hoch. Müssen, wenn wir rechts hochgehen, allerdings auf jeden Fall durch das Gebäude durch. Also würde ich sagen, wir gehen links rum. Wobei da die Drohne ist, ist auch schlecht. Okay, dann gehen wir rechts rum, schleichen durch das Gebäude durch, erledigen noch alle Feinde, die drin sind, wenn da noch welche drin sind. Klettern hier die Leiter hoch und dann sind wir ja schon bei Mrs. Rosebuds Leiche. Wir haben ja noch die... Unsere Dingsbums-Ansicht, Sonarsicht, die werde ich dann gleich mal aktivieren. Oh shit. Da ist keiner drin, das ist doppelt gut. Hoffen wir mal, dass diese Leiche nicht entdeckt wird. Keine Spur von irgendwem, sollte sicher sein. Ja, sollte sicher sein. Sehe ich genauso. Macht euch keine Sorgen. Keine Feinde mehr. Gebiet gesichert.
Schon wieder 2500 Skill Credits. Seid auf alles gefasst. Ich würde gerne selbst solche vorgeschobenen Operationsbasen bauen. Die Umgebung scheint sicher zu sein. Die Drohne hat die Waffen wieder eingefahren. Sehr geil. War hier nicht noch eine Kiste? Denk dran. Ach, das war die unten drin. Okay. Aufklärungsdaten sammeln. Was hier drauf ist, muss wichtig sein. Also ganz ehrlich, Rosebud war jetzt nicht so schwer zu besiegen. Einfach umgehen. Tja. Gut, das war diese Mission. Das war nicht besonders schwer. Das hat anfangs echt schwerer gewirkt, als es dann letztendlich war. Also, für diese Skills müsst ihr mir doch einfach ein Abo dalassen, oder? Und ja, nächste Folge dann. Vielleicht wieder mit Cam. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.